So, da bin ich wieder. Musste mich kurz um den Kuchen kümmern, wie gesagt. Was haben wir hier? Ziehsuchtgranate. Oh, auch gut. Sehr schön. Aber unser Lebenserhaltungssystem hat ein bisschen gelitten. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Plutonium. Das kann, mache ich, glaube ich, weg. Kann ich das damit aufladen? Nein, das geht nicht. Da haben wir einen Platz mehr. Haben wir hier noch irgendwas? Das GK-Wort oder Geek-Wort für ungewöhnlich. Ich möchte mehr von diesen Steinchen sehen. Diese hier. Das Material möchte ich wirklich gern farmen. Sehr schön. Sehr schön. Bringt aber nicht viel. So, wo ist unser Schiff? Wo ist unser Schiff? Waren wir da schon mal? Ich glaube nicht. Oder doch, das weiß ich gar nicht gerade. Ein bisschen Platin. Nein, ich habe unser Schiff verloren. Ah, hier hinten. Okay. Nein. Da geht das Abbauen normal schneller. Was ich noch gerne hätte, das wäre ein Lager oder sowas. Das würde mir gut gefallen. Schatz, weißt du, wo mein Handy-Ladekabel ist? Hm. Ach so. Danke, Süße. So. Okay. Morine. Mann. Wie viele Stunden Spielzeit ich habe? Ich glaube gar nicht mal so viel. Ich glaube ein paar Stunden. Ich habe mal versucht, einen 24-Stunden-Stream zu machen bei dem Spiel. Aber daraus geworden sind, glaube ich, 12. Davor nochmal 3, also vielleicht 15 Stunden. 15, 16 Stunden, schätze ich mal. Nein. Also Tiere gibt es schon, aber auf diesem Planeten im Moment nicht. Es gibt ja... Ich glaube, wo steht es denn dran, ey? Hier auf dem Planeten Schmiermittel, da gibt es massenhaft Flora. Flora, ja, gibt es auf Fauna. Haben wir keine entdeckt. Ich glaube, es gibt hier keine Tiere. Einfach. Ich hatte schon Planeten mit richtig vielen Tieren. Nur auf diesem speziell waren einfach nicht so viele da. Aber dafür gibt es hier Nippel. Und was mich besonders freut, das hier. Ich bin wirklich gespannt, ob man das für irgendwas gebrauchen kann. So. Also ich glaube, das war's jetzt mal mit dem Planeten Schmiernippel.
Oh. Forschungsreisender, wir haben ziemlich viel zu Fuß zurückgelegt. Das ist doch schön. Okay, dann nehmen wir den hier noch mit. So, eine neue Waffe wäre mal ganz schön. So, und ab zum Handelsposten. Unterschlupf, haben wir das schon alles entdeckt hier? Ach, was soll's. Das nützt uns ja nichts. Ja, ich sehe es auch so. Nippel sind auf jeden Fall auch was Feines. Auch wenn der Planet jetzt wenig Tiere hat, aber Nippel sind auf jeden Fall auch gut. So, da sind wir wieder im All. Das ist also der Planet Schmiernippel. Mal entdeckt. So, wo haben wir denn unseren Handelsposten? Hier. Dezente 15 Minuten, das dauert etwas zu lang. So. Oh, waren wir hier noch gar nicht? Ne, da waren wir noch gar nicht. Schön, mal sehen, vielleicht gibt es ja noch irgendwas Neues. Oh. Ein hübsches Schiff. Was haben wir hier noch? Okay, auch nicht schlecht. Der von uns, der sieht aus wie ein Helikopter. Diese ganzen Schiffe, die hier landen, die kann man alle kaufen. Aha, und hier noch. Schauen wir mal, was wir hier für einen haben. Alter, was? Was ist denn das für einer? Oh, wir sind Freund. Er will handeln. Das Schiff ist wahrscheinlich zu teuer. 5 Millionen. Ja. Das hätte jetzt zwei Plätze. Wie viele Plätze mehr hätte das? 5. Das ist halt schon schön. Irgendwann brauchen wir mal wieder ein neues Schiff. Aber im Moment nicht. Handeln tun wir mal oben. So. Boah, das sind echt hübsche Schiffe dabei. Der Helikopter von uns ohne Propeller oder ohne Rotorantrieb. Sind da auch diese... Hier ist gar kein Lebewesen. Wieso? Oh nein, was haben wir denn hier für einen komischen... Was? Was ist... Echt jetzt? Okay. Okay, hier haben wir ein Handelssystem, aber hier ist keine Alienrasse, die mit uns sprechen möchte. Na gut. Dann verkaufen wir einfach mal hier ein bisschen was. Also, mal sehen. Verkaufen wir mal ein bisschen was. Aus dem Raumschiff erstmal diese ganzen Verkaufssachen. Da hätten wir einmal ihn hier. Oh, schlechterer Preis. Na, was willst du machen? Ein Nahrungsmittel. Auch schlechter, verdammt. Der stattdessen ist besser für 27.000. Ist auch nicht übel. Und ich glaube, das war es, oder? In unserem Anzug, was haben wir denn da? Ah, auch nochmal einen hiervon und eine faszinierende Perle. Leider alles schlechter. Ja, natürlich. Das ist natürlich mehr wert. Nein. Aber das müssen wir mal kurz behalten. Das ist, glaube ich, nicht übel. So. Also dann. Wenn wir dann schon mal da sind, würde ich mal sagen, wir hauen unsere Energie des Bergbaustrahls wieder nach oben. Einmal hiermit. Und hiermit. Den Plasma-Mehrfach vielleicht auch noch aufladen. Wäre auch nicht übel. So. Und was unser Raumschiff betrifft... Ja, das sieht eigentlich noch alles halbwegs brauchbar aus. Emeril, haben wir das in unserem Inventar? Dann können wir das ins Schiff machen. Ja.
noch mehr Platz. Okay. Ah! Okay, dann schauen wir mal, was wir machen können. Hier hätte ich eigentlich. Ja, abreihen nicht unbedingt. Eine hohe Geschwindigkeit, das ist auch ganz nett. Mehr Schaden in der Aufprallzone ist auch nicht übel. Nochmal eine hohe Geschwindigkeit. Den Schadensradius, den hätte ich gern. Da brauchen wir Kryosonit. Vielleicht können wir das kaufen. Oder was hätten wir hier noch, was wir da brauchen könnten? Ich glaube, hier die Zielerfassung ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Dafür brauchen wir noch Aluminium und wieder Gold. Und Gold brauchen wir auch für das zweite Schild. Das hätte ich auch gerne. Ah, Gold ist halt wertvoll. Mal sehen. Kryosonit und Gold. Mal sehen, ob sie das verkaufen. Nein. Das habe ich beim letzten Mal gebraucht. Na, wunderbar. Kryosonit. Sehr schön. Leider habe ich nicht geguckt, wie viel. Das gibt es aber auf jeden Fall. Und es ist teurer. Verdammt. Und Gold haben sie nicht. Okay, Kryosonit. Mal sehen, wo war das denn? Das war, glaube ich, hier. Da brauchen wir... Na, wo haben wir es denn? Oh nein, die haben nur 40 zum Verkauf. Das fehlt. Okay. Da müssen wir halt selber uns auf die Suche danach begeben. Gibt dir noch ein paar Planeten zum Anschauen. So ist es ja nicht. So, okay, das System. Leute, habt ihr einen Namen für das System? Wie könnten wir es denn nennen? Schon wieder? Einmal noch. Okay. Der Kuh, entschuldigt. Ihr könnt ja so lange die Namensvorschläge für die Galaxie reinschreiben. Klar habe ich das verdient. So, da bin ich wieder. Mal sehen, ob ihr was reingeschrieben habt. Hey Zombie-Fan, ich grüße dich. Okay, nö, anscheinend nicht. Dann lasse ich mir selber was einfallen. Ach, weißt du was? Wenn das schon dazu kommt. Nee. Nee. Wollen wir mal hier.